Viele Trierer gehen tagtäglich auf dem Weg zur Fußgängerzone an ihr vorbei. Und auch die Straße selbst ist viel befahren und wird häufig passiert. Doch warum heißt diese Straße eigentlich? Vielleicht wurde hier früher gemetzelt. Nee, also sag mir jetzt auch gerade nicht sehr viel, weil ich nicht von hier komme. Ich würde sagen, du solltest googeln. Weil da Leute abgemetzelt wurden früher. Aber ich kann dir das nicht sagen, wir sind nicht von hier. Metzerstraße. Metzelstraße. Vielleicht wurde hier früher gemetzelt. Messe einmal eine Ausstellungsfläche und einmal katholische Messfeiern. Da hat wohl manche Metzelei stattgefunden, oder? Ach so, Metzel. Metzel. Ich keine Ahnung. Metzel, ich denke, das ist irgendein Mensch gewesen. Metzel, aber was ist jetzt da? Keine Ahnung. Tut mir leid. Es könnte ja ein Name sein. Von irgendeiner Form. Gemetzel wird weniger da stattgefunden haben in irgendeiner Zeit. Aber schlichtweg, ich weiß es nicht. War das jetzt ein Arzt war das nicht? Oder Philosoph? Irgendwas habe ich im Kopf und ist schon so lange her. Oh, das weiß ich natürlich nicht. Als Dreher dürft ihr wohl wissen. Aber die ganzen Straßen hier in Trier sind ja irgendwie benannt. Brot, Fleisch, Metzel und so weiter. Ich nehme an, dass das irgendwie mit der Vergangenheit zusammenhängt, dass da Bürger, die so hießen, oder Geschäfte oder irgendwelche Betriebe, dass das davon abgeleitet wird. Und mehr weiß ich auch nicht. Metzelstraße, Metzger, ne. Vielleicht mit dem Metzger zu tun. Tatsächlich leitet sich der Name Metzelstraße, die sich in unmittelbarer Nähe zur Fleischstraße befindet, nicht etwa von einer Metzelei, sondern vom lateinischen Wort für Metzger, Macellarius, ab und war im Mittelalter offenbar Teil eines Metzgerviertels. Jetzt wurde es Zar, jetzt, ja, genau, Metzger, genau. Ah, so. Hätte man so auch denken können. Auch die Brückenstraße, in der das berühmte Karl-Marx-Haus steht, befindet sich an der Kreuzung zur Metzelstraße. Von dieser Kreuzung verläuft die Metzelstraße bis zum Nikolaus-Koch-Platz und verbindet somit zwei zentrale Punkte im öffentlichen Nahverkehr Triers. Die Metzelstraße selbst ist hauptsächlich eine Wohnstraße, von der aus man jedoch auch schnell in das nahegelegene Einkaufszentrum Trier Galerie gelangt. Auch gibt es hier ein Hotel sowie ein traditionsreiches Geschäft für technische Spielwaren, das bereits seit 1878 besteht, sowie einen Friseurbetrieb und mehrere Nagelstudios. Die von der Metzelstraße abzweigende Straße an der Alten Synagoge erinnert an die Reichspogromnacht 1938, in der die Trierer und über 1000 andere Synagogen planmäßig von den Nationalsozialisten zerstört wurden. Am Beispiel der zunächst unscheinbaren Metzelstraße und ihrer Umgebung zeigt sich, dass Triers Straßen voller Geschichte stecken und ihre Namen davon erzählen können. Also schauen Sie doch bei Ihrer Straße mal genauer hin und fragen Sie sich, warum Ihre Straße einen bestimmten Namen trägt.